eigentlich brauche ich Jadebolzen, glaube ich. Bist ein Bolzen? Ich hab einen Bolzen. Ich wollte es nicht sagen, ich will auch so auf der Zunge. Ich wollte es extra nicht sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Drifter. Mit dabei ist der Nefi aus. Hallo. Und der Guruboy. Wir legen uns hin, ne? Ne, wollen wir nicht jagen gehen? Wollen wir? Oh nein. Ja, noch nicht? Nein, bitte nicht. Ich bin unterwegs und bin nicht so weit zu Hause und dann muss ich 1600 Meter gehen. Okay. Ich sterbe. 1600 Meter. Alles klar. Pussy. Du gehört, wie er gewinselt hat? Ja, so ein bisschen. Boah, ey. Was ist da unten? Das ist eine Geisterkatze. Geisterkatze. Was sind das für Früchte? Die habe ich noch nicht. Das ist die Teufelsfrucht. Ess sie. Ich kann mal gucken, ob es funktioniert. Meinst du, das war in One Piece auch so? Ja. Oh, was ist das denn? One Piece. Warum nicht? Warum nicht? Was? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Funktioniert das so? Ich versuche hier gerade Pfeile zu machen. Aber nein! Hä? Das sind da muss ein Ofen drunter, genau. Scheiße. Warum wir das denn? Was? Pomgranate? Das ist ein Granatapfel, oder? Achso. Ist es rot? Ja. Ja, dann ist es ein Granatapfel. Wo komme ich denn die Pfeile hin? Ja, wie, was meinst du denn? Ja, also zum Beispiel, ich muss ja die richtigen Arrows machen für so eine Armbrust. Ja. Ich kann ja nicht einfach die gedroppten Arrows, sondern ich muss Nein, du musst Pfeile gießen, ja. Richtig. Dann nimmst du das Fletching Pattern, ich glaube ein Stick, und die Spitze dafür ist ein Stick? Arrowhead. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass es nur ein Stick ist. Weil eigentlich ist da eine Two-Rod drin. Warte mal. Habe ich gerade mal versucht, aber mit einer Two-Rod. Pfeile. Ist ja auch kein Tool. Weil man kann das hier in dem rechten, in diesem Metalltisch machen. Ja, warte. Ich hab's gerade in der Hand. Moment. Wo ist denn das Fletching-Pattern da? So. Das wird da rein. Hast du Sticks? Wo sind meine Köpfe? Ich hab die hier. Achso. Ja, da drin. Nimm dir die Sticks mit. Ich hab da auch diese. Ja, da geht. Also okay, ich sehe das nicht. Okay, Licht drin. Tatsächlich, ja. Mit. Ja, testen wir das mal. Hast du jetzt eine Armbrust gemacht? Ja, ja. Fett! Aber scheiß Pfeile, so wie ich gesehen habe. Ja. Muss ich die laden? Ja, die musst du erst spannen. Je nach Armbrust dauert das halt länger. Rechts ficken, glaube ich. Nee. Oh, warte mal. Ich glaube, das sind andere Pfeile für den Crossbow. Warte mal. Natürlich auch sein. Du brauchst einen, ah nee, das ist der Buddy. Nee, Javelins sind das auch nicht. Nee. Ach, da oben, die Bolts. Ah, Bolts sind das, genau, die musst du machen. Okay. Aber die müssten nicht viel komplizierter sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, dass ich noch nichts hier gemacht habe. Ja, Bolt musst du aber dann gießen wieder. Das ist nämlich dieser Boltcore und die Federn halt. Da musst du so einen Stick extra machen. Habe ich den schon? Die Dinger hier, ja. Sword, nee. Nee. Das ist Swordblade. Nein, das ist keine Swordblade. Aber das sieht genauso aus. Das heißt aber anders. Ach nee, stimmt, das ist spitzer. Mit dazu laufen. Knifeblade ist das auch nicht. Moment. Das haben wir scheinbar nicht. Required Parts, Bolt Core. Ist das Shuriken Pattern? Bolt Core. Gibt's auch keine Gussform für. Ähm.
Sind das vielleicht die, die man bei den Villagern findet? Nee, man muss die ja machen können. Bowling Pattern. Es gibt eine Bolt Rifle. Ach, so eine ABP. Hast du eine Tool? Ich habe eine Toolrod. Wie viele Melonen es hier gibt im Dschungel? Ja, nehmen wir mal Iron. Botania. Geht das? Kann man nicht. Doch, muss. Ja. Da, jetzt ist ein Core drin, guck. Ah. Du musst dir Two Rods machen und dann musst du die mit dem Metall begießen, die du. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt auch die Bolts dann aus dem Material machen musst. Da steht nur. Im Table steht drin. Bolt cores are obtained by pouring metal over a tool rod in a casting table. Ich weiß jetzt nicht, ob du dann das Material vom. Oh, du kriegst 33 aus einem. Okay. Ja. Crazy. Dann lohnt sich das ja sogar. Jetzt müsstest du spannen können. Alter, dauert das lange. Okay. Schieß mal auf mich. Oh! 5 Herzen Schaden, Alter. Okay. Hattest du Rüstung an? Ja, spannen tut er von alleine, okay. Warte mal, muss ich die neu spannen? Nee. Wenn er einmal gespannt ist. Ja, wenn er einmal gespannt ist, du kannst ihn nur nicht weglegen, dann bleibt er. Dann, du kannst ihn nicht weglegen und er spannt sich dann von neu. Du musst ihn in der Hand haben. Nee, ich kann hier so. Ja, dann ist er noch gespannt, aber wenn du jetzt schießt und ihn sofort wegpackst. Achso, das meinst du? Nee, ja, genau. Das ist richtig. So, aber das ist immer noch nicht so viel Schaden, wie er machen kann. Nee, nee. Herzen macht das momentan nur. Da geht mehr. Da geht mehr. Es geht immer mehr. Drauf, oder? Aber ich habe jetzt auch sowieso nur die ganz einfachen gemacht. Ja, Kunan wollte erstmal gucken, wie es geht. Richtig. Was haben wir denn hier jetzt für Arrows? Was macht denn den meisten Schaden? Wahrscheinlich die Jade-Arrows oder so. Ich habe auch noch keine Verzauberung auf der Armbrust. Ich weiß gar nicht, ob du die verzaubern kannst. Also, was heißt Verzauberung? Auf jeden Fall irgendeinen Tool kann ich draufpacken. Modifier meinst du? Ja, Modifier. Okay, scheiße. Wie lange ist das denn hier, dass ich mal einen normalen Enderman gesehen habe? Ich hätte keine Armbrust machen sollen. Warum? Weil bei der Armbrust steht bei allen dran, dass die 2 plus 2 Attack machen. Ja, aber es kommt aus Material an. Ja, aber. Wir sind Pferde. Eine darfst du nicht machen, dann stürzt der Server ab. Aber die wirst du nicht machen können. Und zwar die Mithril Crossbows, die darfst du nicht machen. Die machen alle gleich viel Schaden. Nee, die haben aber einen anderen Quick Draw. Drück mal Shift, wenn du drüber fährst. Ja, die haben anderes Gewicht und dadurch andere Genauigkeit. Ja, genau, aber wenn sie doch viel Schaden machen. Nee, plus 3, plus 4 Schaden habe ich hier. Plus 4. Ja, Ruby, der Rubin. Also nicht Arrow, sondern Bolt. Ach, die Bolts, ja, du musst. Ja, richtig, ich brauche ja Bolzen. Ja, aber der Schaden kommt doch auch hauptsächlich von der Armbrust, ne? Ja, aber wenn ich mir die. Ich werde angegriffen. Bei Bolts ist halt wichtig, dass du die Break Chance so gering hältst wie möglich. Damit die nicht kaputt gehen, wenn du mal nicht triffst, dass du die wieder sammeln kannst. Okay. Würde ich jetzt sagen. Ja, und das Gewicht halt, ne? Hier so ein Iron Bolt macht ein halbes Set Schaden. Ja, genau. Das machen die aber alle. Ja, wenn du mal Shift drüber hast. Aber dann ist es ja wichtig, welchen Crossbow du noch hast davon. Und das addiert sich ja dann. Ja, genau. Also momentan steht am Crossbow dran 7 Herzen. Ja, du hast mir 5 gemacht und ich habe ja eine relativ krasse Rüstung an. Das heißt relativ krass, die ist relativ simpel, aber dafür ist sie ganz gut. Mein Schwert macht ja momentan 11. Ja, aber auf Fernkampf bezogen ist das schon guter Schaden. Ja, dann. Gut, aber ich meine, ich reload ja auch relativ lange. Ja, aber das kannst du ja mit dem Crossbow wieder ausgleichen, je nachdem welchen du baust. So. Ja, ich muss jetzt so ein Furnace machen. Kokosnüsse habe ich nicht gefunden. Keine Kokosnüsse. Nee.
Das ist. Dafür habe ich gefunden Sternfrucht. Das ist geil. Diese hier Granatäpfel, Orangen und Pfeffer. Pfeffer, hat das Pfeffer noch nicht? Nee, Pfeffer hatte ich noch nicht. Hä? Orangen sind auch cool. Kein Workbench. Und ganz viel Kakao, aber den habe ich schon. Ach, ist ein Cauldron. Scheiße. Den muss ich noch hinstellen, ne? Und dann so. Muss ich noch. So. Conan, ah. Hast du noch ein Thema? Du solltest dir jetzt ein Thema überlegen, hast mittlerweile 10 Minuten Zeit. Ach ja. Wir können ja demnächst mal einen Hashtag einführen. Da kommt der Lehrer wieder durch, hast du gehört? Ja. Hast du jetzt mal was überlegt, dir? Conan, hast du so lange Zeit gehabt? Möchtest du erst noch mit deinem Sitznachbarn kurz drüber unterhalten, ob du das hast? Ja, ich glaube, ich muss mit meinem Sitznachbarn da noch ein bisschen drüber reden vorher. Na gut. Boster. Boster? In Pixelmon war von Grants doch der imaginäre Typ, war doch Boster. Ja. Wollen wir uns hinlegen? Da, oder? Ich wollte gerade fragen, willst du schlafen? Fand ich eine coole Idee, ja, von Grants. Ja. Aber es war zu viel Arbeit, deswegen hat er die Reißleine gezogen. Ist halt auch mega viel Arbeit. Hat er das dann in einem durchgesprochen und danach bearbeitet oder hat er danach nochmal drüber geredet? Er muss es doch im Grunde on the fly erzählt haben. Er hat die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen und das dann danach. Genau, und danach hat er den Hall reingelegt und so, ne? Genau. Ja. Das so hätte so hätt ich es nämlich auch gemacht. Aber das ist aber echt viel Arbeit. Du musst dir halt die ganze Folge nochmal angucken. Du musst ja bescheuert werden, wenn du die ganze Zeit mit dir selbst redest. Ja, das ist ein Let's Player, wir reden eh mit dem Bildschirm. Ja, aber da rede ich nicht auch noch mit mir selbst halt. Da sage ich nicht. Ja, ist eine sehr gute Idee, Guru Biden. Ja, finde ich aber auch gut. Also, können wir jetzt bitte schlafen? Ja, ich muss das Monster noch. Das hat mich an RZM erinnert, der Schrei. Was? Das weißt du nicht mehr, ne? Das war eine Baufolge mit Lovius. Ach so, ja. Wo ich Ewigkeiten im Bett lieg und ihr reagiert nicht und meine Nachricht steht im Chat und ich irgendwann schrei, können wir jetzt schlafen gehen, verdammt! Verdammte Scheiße. Mit Lobius. Ja. Feuer, das und das. Okay. Hashtag Freiheit. Hey! Stimmt, war ja nicht Hashtag Freiheit. Ist immer nicht so gemein. Hä? Ich hatte damit angefangen. Seid mal nicht so gemein. So. Warum das? Hä? Das ist wie in der Schule, wenn der Lehrer auf einmal denkt, du hast Scheiße gebaut und man so, hä? Hä? Das weiß ich nicht. Und dieses Hä? Einfach nur alles noch schlimmer macht, so. Aber ich kenne das ja jetzt selbst, jetzt habe ich ja Praktikum gehabt und habe unterrichtet. Man geht immer automatisch auf den, der eigentlich immer nur so Mitläufer ist. Ja. Aber es ist auch total smart, das so zu machen, weil man weiß, der kann das anders oder der macht das normalerweise nicht. Ja, den nochmal drauf aufmerksam zu machen, so ey, du baust ja gerade Scheiße, lass dich nicht dazu hinreißen, so, ne? Da fühlt sich die Bestrafung damit doppelt so doll an. Aber der Idiot, der damit angefangen hat, fühlt sich wieder cooler, weil er nicht erwischt wurde. Ja. Ne? So ist das. Und so schließt sich der Mobbingkreis nämlich. Der Mobbingkreis. Der Mobbingkreis. Auch eigentlich brauche ich Jadebolzen, glaube ich. Ist ein Bolzen? Ich hab einen Bolzen. Ich wollte es nicht sagen, mir lag so auf der Zunge. Ich wollte es extra nicht sagen. Mann. Kannst du ruhig aussprechen. Ich wollte auch sagen, ich habe auch einen richtigen Bolzen. Ich hab hier eine Note gefunden im Wasser. Möchte ich nicht wissen. Was? Verstehe ich nicht, Condon. Finde ich nicht gut, Condon. Dann machst du nach der Aufnahme hier nochmal eine Runde mit Overwatch, oder? Das ist jetzt mit Kunran oder mit mir? Kunran. Das ist gemein. Nee, ich stehe da nicht so drauf. Das ist gemein. Ich spiele lieber eine Runde Paladin. Ja, so dann. Tautau fühlt sich nämlich auch mal gemobbt, wenn wir darüber reden. Ja. Weißt du, aber wenn er in der Overwatch später wäre, wäre das genauso. Dann wäre es noch schlimmer. Dann wäre.
Also ich, wir können es dann noch privat schreiben, aber da wird es halt nur der Kopf hier abgehen. Nee, für wie funktioniert das jetzt? Ich brauch. Du kriegst eine E-Mail, dann bist du drin. Nee, ich brauchte was, brauchte ich? Ein Toolrod und die musst du dann mit Metall übergießen. Okay. Also eine einfache, nicht die. Ja, je nachdem, woraus du den Bolzen willst, denke ich mal. Ich glaube, wir sind alle gleich. Ja, wir sind schon Penner, kann man mal halt mal so sagen, ne? Warte mal, die Folge jetzt kommt am Montag raus, ne? Na! Doch. Wir haben relativ viel Voraus. Wir haben viel im Voraus noch. Ja. Kommt glaub nicht, dass die raus. Diesen Monat, Montag kommt. Jetzt guck ich. Nee, kommt am Montag raus. Jetzt will ich erzählen. Was hat YouTube denn da für ein Symbol? Okay. Irgendwas mit. Irgendwas mit einer Erde, okay. Die letzte, die wir haben, kommt am 26. Ja, guck mal, jetzt haben wir 4 aufgenommen. Die kommt Montag, oh, hast recht. Dann habe ich heute meine Katze gekriegt. Oh, eine Muschi. Oder ein Kater ist das ja. Der Goroba geht nämlich unter die Muschi-Liebhaber. Unter die. War ich schon vorher. Wer nicht? Alter, ich könnte jetzt einen Namen nennen. Ach so. Echt? Kannst du? Klar. Was? Willst du hier Knowledge droppen oder was? Ja, aus Troubletown. Oh, jetzt interessant. Ah? Ja. Darf ich off-tippig leider nicht so sagen. Darf ich ja. Hab ich Kunda versprochen. Redest du etwa von Jeevee? Nein. Von Jeevee nicht. Ich bin wieder zu Hause. Okay. What the fuck, da kommt. Okay, nice. Jetzt haben wir alle Zuschauer, alle sind jetzt am Rätseln. Ja, nee, aus Troubletown weiß ich das nicht, Leute, tut mir leid. Jetzt könnt ihr raten, wollt Goro sich jetzt retten oder? Ist das wahr? Das ist wahr. Was hatte ich jetzt gesagt? Die. Achso, Sternfrucht, warte mal. Achso, ich wollte mal was testen. Mir wurde gesagt, ich soll irgendwie eine Workbench in den Disenchant, also in diese Dings packen. Really? Dann kriege ich voll die Stats hier raus. Nefi, wo bist du? Zu Hause. Was machst du da? Darf ich testen? Ja, mach. Boah! Ich hab noch 2 Herzen. Okay, das ist schon mal besser. Ich dachte, ich sterb jetzt. Keine Ahnung, ob ich das auch noch hinbekomme. Was, die 2 Herzen? Die testest du dann aber mal an. Die testest du dann aber zwei an Goro bei, ey. Mir wird da nichts getestet, wenn ich jetzt noch nicht, stärker. Mein Arzt hat gesagt, ich darf nicht so schwer heben. Wow. Nein! Nein! Nicht genug Jade für. Nicht genug Jade für? Schade. Ob Kunda genug Jade kriegt, das wissen wir nicht. Das wissen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss.